Und los geht's. Singst du unter der Dusche mit? Nein. Wie heißt dein erstes Haustier? Mein erstes Haustier war eine Ziege. Und sie hieß... wie hieß sie nochmal? Ich glaube sogar Heidi. Mit wem würdest du gerne mal für einen Tag das Leben tauschen? Mit einer Frau. Ich würde gerne mal wissen, wie das ist als Frau. Was muss immer in deinem Kühlschrank sein? In meinem Kühlschrank muss immer... gute Frage. In meinem Kühlschrank muss immer Pflaumensaft da sein. Ich mache mir gerne Pflaumenschorlen. Und deswegen brauche ich Bio-Pflaumensaft, mit dem ich dann so eine Schorle machen kann. Was hast du immer in deiner Tasche? Ich habe immer in meiner Tasche mein Handy und einen Rosenkranz. Welcher eigene Song liegt dir am meisten am Herzen? Von meiner letzten Platte finde ich Last Words einer meiner stärksten Kompositionen. Das ist ein Song mit Zitaten von verschiedenen Persönlichkeiten, die kurz vorm Tod noch einen Satz gesagt haben. Und das ist Last Words. Wen hättest du gerne als Nachbar? Als Nachbar hätte ich gern... das ist eine gute Frage. Wen hätte ich gern als Nachbar? Als Nachbar hätte ich gern auf jeden Fall nicht meine Geschwister. Und auch nicht meinen Manager, so gern ich ihn habe. Als Nachbar hätte ich gern so Kollegen, so Buddies aus dem Showgeschäft, mit denen man dann so abhängen kann, einen Song schreiben kann, ja. Was möchtest du deinen Fans sagen? Meinen Fans möchte ich sagen, dass sie für mich nicht Fans sind, sondern Fams. Friends are family. Und dass ich sehr dankbar bin, dass meine Musik in eurem Leben eine Rolle spielt. Was ist das Beste an Deutschland? Das Beste an Deutschland, finde ich, sind die Menschen. Was ist das Beste an Belgien? Das Beste an Belgien ist, dass meine Frau daherkommt. Was ist das Beste an Irland? Das Beste an Irland ist, das ist einfach, das Beste an Irland sind auch die Menschen. Die sind einfach fast cooler als die Deutschen, aber fast. Was ist das Beste an Frankreich? Das Beste an Frankreich ist der Käse. Nein, auch die Leute. Dein Lieblingsschimpfwort? Mein Lieblingsschimpfwort fängt mit F an und das ist kein Vorbild-Schimpfwort. Also Kinder sollten das nicht hören.